Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. An meiner Seite wie eh und je Daniel und Milo. Moin. Hallöchen. Ich bin der Killer, ich mache sie fertig, ich töte sie. Zumindest hoffe ich das. Nein, niemals! Daniel ist auf jeden Fall auf der Hauptliste. Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Ihr habt keine Ahnung, aber, welcher ich bin. Aber denkt dran, Ivan, ich werde es verhindern. Werde es verhindern. Dieses Mal werden wir es schaffen, Daniel. Niemals. Niemals. Never ever. Wir werden das schaffen, Daniel, ich weiß das. Wir werden dieses Mal so viele Fallen stellen. Dieses Mal werden wir ihn so derbe seinen Arsch versohlen. Meinst du? Ja, ich weiß, dass du den Kettensägen-Typi genommen hast. Brauchst du gar nicht drum rumstreiten. Wen hat er genommen? Nur auf sowas? Kettensägen. Den Kettensägen-Typi. In Hinterwäldler. Wie kommst du denn auf sowas? Ja, die Gegend sieht aus wie Holz überall, ja. Wieso Kettensäge? Kettensägen-Typi genommen hast. Ja, eigentlich nicht, weiß. Aber okay. Weiß es. Cheatest du, oder was? Nein. Das sieht man an der Gegend, welchen Typen du nochmal hast. Nee, das ist Zufall. Kann man, an der Gegend kann man das nicht sehen. Na gut. Oh, Alter, wie weit man da kommt. Man kann so schön mit der Kettensäge spielen, ne? Das ist so geil. Wahnsinn, wie schnell man mit der Kettensäge ist. Hallo, wo seid ihr? Oh. Hallo. Ja, wie ist denn das? Man kann die Scheiße. Ich hab mal. Wie kommt man das denn feststellen? Ja, das war wohl nix. Ein Griff ins Klo war das. Komm doch her, komm doch her. Du bist ja kleiner. Niemand ist hinter mir. Nein, niemand wird mich kriegen. Nein, 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 nein. Niemand wird mich kriegen. Nein. Gibt keine Geister. Es gibt auch keine Typen mit Kettensägen. Nein, gibt es nicht. Echt schnell, muss ich zugeben. Ja, weiß ich. Ich bin immer sehr flink gewesen auf den Bäumen. Extra meine Power-Turnschuhe ausgepackt. Extra für weltliche Gegenden mit Bäumen gewesen. Ja. Oh, jetzt wird ich erstmal eine halbe Stunde stehen. Hallo. Oh, fuck, Alter. Was für ein Rückwärtssalto, Alter. Ich würde nicht vom Pfeil laufen können. Nein, bitte nein. Nein, Milo. Meine Brille, die ist doch kaputt jetzt. Jetzt sehe ich schon wieder nix. Bin Ass, ne? Kleiner Penner, ey. Wir das jetzt ausnutzen, ne? Diese kleine Sau. Nein, bitte nein. Oh Gott, nein, nicht. Alter, was haben sie halt nicht mit deiner Haut gemacht? Hinten sieht das echt creepy aus auf deinem Rücken. Nein, 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 bitte, nein! Ja, ist gut geschrien, Alter. Ich werd sterben. Ja, aber ich werd sterben. Ich bin immer sterben. Oh mein Gott, ey. Ja, ja. Ja, ja, Ivan. Warum bin ich eigentlich jetzt auf einmal der Erste, ey? Wo wir das erste Mal gespielt haben, war ich immer der, der immer gut durchgehalten hat. Einfach nicht. Er kam, er sah, er siegte. Ich muss nur etwas stöhnen hören. Echt nicht so einfach, ne? Muss man echt sagen. Oh. Ganz knapp an dir vorbei, würde ich sagen. Das war knapp, Alter. Das war echt knapp. Das gibt es einfach nicht. Fucking, Alter. Na gut, zerstören wir mal. Mann, Mann, das gibt's einfach nicht. Hast du es echt schon gemacht, sage ich, nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Alter Vater, ey. Das ist eigentlich wahr. Das gibt es einfach nicht, oder? Das kann nicht wahr sein, so ein Scheiß. Das ist echt nicht wahr, oder? Das ist echt übel. Schau mal. Das ist wirklich übel, Alter. Das kann einfach nicht wahr sein. Das Leben ist echt beschissen als Opfer, ey, oder? Das Leben als Opfer ist echt beschissen. Nein! Das war so ein Krümel! Das war so ein Krümel noch! Das kann nicht wahr, das war so ein Krümel. Ich hätte es fast gehabt. Das ist echt nicht geil. Nein, bitte, ich will nicht. Ich will nicht. Oh, scheiße. Das Leben ist echt nicht nett, Leute. Das Leben ist echt nicht nett. Wie gammelig ist das denn? Scheiße. Oh, war das gut. Nein, ich will hier auf den Haken. Oh nein. Das ist so fies, ey. Das muss klappen. Nein, du darfst nicht drücken. Du darfst nicht drücken. Was tust du? Ja, aber das tötet dich so schnell. Das tötet dich einfach so schnell. Ich hatte doch noch genug Blut eigentlich. Normalerweise ja, hätte ich das dagegen wehren dürfen. Das zieht aber schon doppelt so schnell ab. Das ist das Schlimme, ja. Das ist das Schlimme. Oh, Milo, du musst es jetzt reißen. Ja, was soll ich denn noch reißen mit meinem Krüppelbein, ey? Da musst du ein Medipack finden. Ja, viel Spaß beim Suchen. Ich hatte bloß in der Gegenkiste, die ich geöffnet habe, eine Taschenlampe gefunden. Oh, wer ist denn da hinten? Da stöhnt sich auch ein Typen ab, ey. War das mies mit der Kettensäge in Daniels Rücken? Alter, ich hab gedacht, du hättest daneben gejumpt. Hat er voll mit Schmackos, ey. Da ist er. Ja. Da ist er. Bist du nicht gerade zum. Ach nee, da hinten kannst du noch raus. Hm. Oh Mann, ey. Echt übel, diese Kacke hier. Oh Mann, Alter, der Ivan, Alter. Echt gut als Seifgut, du findest einen echt schnell. Junge, Junge, Junge. Alter, ich werde angeschossen. Ja, ist echt übel, oder? Lauf ruhig weg, mein Süßer. Das tue ich auch. Schneller als du denkst. Guck mal, ein Roller. Das wäre geil. Und dann Jump-Roller. Und dann hol ich dir ab. Ja, da ist er ruhig. Ich bin hier scheinbar. Mann, Alter. Das ist echt. Dass du wieder das Rumgestöhne. Hört man. Vielen Dank. Also Schränke sind ganz gut, wenn du nicht verletzt bist. Das musst du aber nicht sagen, wenn er das hören kann. Er weiß, dass es hören kann. Ja, aber er hat das doch nicht gewusst, dass ich das vielleicht getan habe. Ich höre ihn noch nicht. Ja, soll er jetzt die ganzen 100 Schränke durchsuchen? Ja, denkst du, das tut er? Ja, tut er bestimmt, ein Zündet, wo stöhnen. Was? Er rennt einfach nicht. Ich dachte auch gerade, du guckst die ganze Zeit nach links. Ich hätte nie gedacht, dass er von da kommen würde. Das ist gar nicht wahr, oder? Aua. Alter. Also ich bin dafür, dass wir jetzt gleich noch eine Runde nachlegen. Und Ivan bleibt dann der... Ja, mach mal nochmal, Killer. Was soll ich? Ja klar, du bleibst da noch dran. Zeitmäßig ist auf jeden Fall drin, ey. Du gehst gleich zurück zur Lobby, dann geht's gleich nochmal weiter. Gleich nochmal, Killer. Alles klar, ich muss aber
leider trotzdem einen kleinen Schnitt machen, weil mir ist hier gerade irgendwie die Hölle friert zu oder sowas. Was? Leider. Also machst du jetzt einen Schnitt oder was? Ja, ich muss einen kleinen Schnitt machen, leider. Okay. Na gut, dann ist der Part eben zu kurz. Ich war ein guter Killer, würde ich sagen. Mal ist es eine lange Runde, mal kann man ja nicht voraussehen, wie lang die Runde wird. Ne? Alles klar. Von daher, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Genau. Jo, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.